Und herzlich willkommen zurück nach der Wochenpause von allem, was ich sozusagen an Videos hatte. Ja, die Woche war halt davor auch ein bisschen stressig mit krank sein und dann habe ich das halt nicht mehr geschafft. Musste mich halt ein bisschen ausruhen. Und dann dachte ich mir halt als Schritt, machst du eine Woche Pause, damit du halt dich wieder super einfinden kannst. Und dann machen wir direkt eine Session, die sich gehört hat. Und zwar, wie ihr sehen könnt, habe ich mal für ein bisschen hier was getan, und zwar hat alles, was da oben jetzt war, sich nach unten verschoben. Und zwar in diesen Raum hier, wie ihr sehen könnt, lasse ich über vier Recycler, die wirklich richtig overpowered sind mit 15 Overclockern und so was, Yuyu Matter en masse gerade hier produzieren. Hier vorne ist so ein Sampler, der so funktioniert, dass ich hier so eine, ja, so einen Plan reinlege, dem sage, was du machen musst. Halt so wie beim ME, so eine Scheibe. Und dem das als Rezept einlesen lasse. Das habe ich dann halt hergestellt. Hab dann hier ein bisschen fertig gemacht. Hat tierisch lange gedauert mit dem Craften, weil ich die ganzen Overclocker machen müsste. Und einmal ein HV-Solarhelm. Und jetzt pass auf, hier sind nur Solarpanels. Hier kommen noch welche hin, die müssen wir auch noch craften. Die hatte ich schon mal jetzt geköftet. Die sind nur für die Recycler. Und hier sind nur für Yuyu Matter. Und zwar kann man es gucken. Ich habe hier noch so eine EU wieder. Wenn wir nochmal nach unten gehen. Weil hier muss ich jetzt gleich auch Holz reinziehen, damit das hier alles fertig wird. Denn ich habe nämlich noch einen zweiten, also noch einen neuen Mod drauf. Und zwar ist das hier, wenn wir jetzt einmal gucken. Irgendwo sind die Dinger. Und zwar diese Converters. Ich weiß jetzt nicht, wo sie sind. Klicken wir auch mal durch hier. Wo haben wir sie denn, die Converters? Ich kann dann, glaube ich, auch so suchen den Mod. Das geht, glaube ich, tacken schneller. Mods. Mods, 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 Mods. Und dann. Da, Power Converters. Da ist er. Taucht sofort auf. Der Mod ist da drin. Also die gehören, glaube ich, nicht dazu. Diese Verdunkler und Nanos selber, die kommen ja von anderen Mods, nur die oberen hier. Und das hat den kleinen, leichten Vorteil, dass wir die Möglichkeit haben, andere Energieformen in eine andere Form zu umwandeln. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel IC2 Energie EU hier umwandle mit IC2 Producer, da kommt mir noch Cobblestone entgegen, dass ich das dann mit einer Energiebrücke, die jetzt dazwischen geschaltet ist, in BC, also in Buildcraft Energie umwandeln kann und den Assembler da vorne betreiben kann. Damit der läuft, und da kommt jetzt momentan 2 EU pro Tick raus. Das ist eigentlich uninteressant für den. Was interessant sind die Werte, die hier sind, 1000, was haben wir, 1800, ja, so bis maximal 3000 geht schon hoch. Oh. Also habe ich den Rucksack ausgewählt. Und hier geht es auch schon an die 3500, weil das hier so Knotenpunkte sind, die wirklich genutzt werden. Was haben wir denn hier? Hier sind sie noch 2000, 3000 ungefähr. Und das ist halt die krasse Menge, die ich. Da soll halt, wie gesagt, noch mehr durch. Ja, jetzt kannst du auch verschwinden. So, das hatte ich. Hatte ich noch. Ne, ich hatte nur das, damit halt die Yuyu Matter automatisch produziert wird. Das hatte ich dann gemacht, halt im größeren Maßstab hier. Ach ja, habe ich noch was reingeschmissen, weil das ja von hier noch kam. Und dann ist das noch weiter. Jetzt kommt das bald. Aber die Bienen sind mir auch noch wichtig, damit ich Uranbienen bekomme. Dann werden wir jetzt gleich mal gucken, wie viele Bienen ich da hinten habe, damit ich die radioaktiven Bienen bald machen kann, beziehungsweise erstmal die Sinister-Bienen, die in die Hölle rein müssen. Damit die laufen. Da ist schon wieder ein Schmetterling drinne. Erstmal hier Cobblestone loswerden. So, wie viel ist denn Yuyu Matter denn mittlerweile drin? Kann nicht viel sein, weil das, wie gesagt, nur noch über meinen PC läuft, nicht mehr über den Server. Dann läuft das nicht mehr durchgehend. Ach ja, hier habe ich einmal das abgekapselt, genau. Weil der Tank voll war und dann hat er irgendwie angezeigt, ja, Tank ist wieder leer und kann nicht nachgepumpt werden. Öl hatte ich. Dann habe ich ein ME-Kabel, genau, von der Etage bis in die dritte oder vierte Etage reingepumpt. In die noch nicht. Genau, da war dieser Lavatank auf einmal leer. Ich weiß nicht warum. Sagte einfach, ja, war leer. Bis in. Welche Etage ist denn? Der ist voll. Bis in die Etage, genau. Und hier kommt einerseits Holz und einerseits hier auf der Seite Kohle. Und das Zeug pumpe ich, wie gesagt, nach oben, damit ich das bald auch zum Laufen kriege. Aber da brauche ich noch MFSUs hier unten. Beziehungsweise HV-Transformatoren, die das da hinten entführen, die Energie. Das muss ich noch alles machen. Hier muss ich auch noch was umändern. Das Bio
Biomasse in Biofuel umgewandelt wird. Und die beiden müssen ja auch noch verbraucht werden. Also da habe ich aber noch Zeit. Hatte ich hier noch was drin? Ach ja, und hatte Gates. Ah ne, Gates normale. Aber erstmal gucken, wie viele Bienen ich habe, damit ich mal so langsam ein paar Bienen züchten kann. Sinister, wo sind sie denn? Brauche ich denn die Teuflische eigentlich? Sinister oder Teuflische? Das ist eigentlich egal, aber was billiger ist, ist die Sinister. Die ist kultivierte plus bescheidene. Das wäre relativ egal. Haben wir ja, glaube ich, alles hier vorne. Hoffentlich sind da ein paar Bienchen drin. Ne? Ich nehme mal hier ein Teil raus. Also viel brauche ich gar nicht, oder? Also komm, nehmen wir mal raus. Hier ist auch noch eine Hälfte. Da habe ich wieder einen Stack. Aua. Tolerante. Die habe ich. Achso, ich auf Englisch. Ich hab, was habe ich denn mittlerweile umgestellt? Auf Deutsch, genau. Ich hatte mal auf Englisch einer Zeit umgestellt, dann ging das anscheinend ein bisschen besser. Hier habe ich schon die höllische. Ach, die hätte ich aus der Hölle gefunden. Die wollte ich ja produzieren lassen. Dafür hatte ich auch die bescheidene, die hier war. Höllische Biene. Ist das denn? Ich stelle erstmal die Sprache um. Sprache. Da, Englisch. Ah, komm. Englisch, das ist die Infernal. Modest. Ja, wir machen es auf dem Wege, wie es da angeschrieben ist. Dann wieder Language auf Deutsch. So, und zwar brauche ich die bescheidene. Nehmen wir gleich mal zweie. Obwohl ich kann auch, warte mal, brauche ich diese nicht auch hier? Die Rocky? Die Rocky brauche ich einmal für Arbeitsame. Genau. Arbeitsame Bienen habe ich in welcher Kiste? Kaiserliche. Majestätische. Hier sind keine drin, hier kann ich auch gleich das machen. Arbeitsame Bienen. Blub, 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 blub. Ist das wieder so laut? Ey, das war schon mal so krass laut. Da bin ich nämlich voll erschrocken. So. Die kommen hier rein und dann brauche ich kultivierte, sah es so aus. Hier sind die drin. Das waren die ungenügsamen, ja. Unermüdlichen. Noblen. Die. Auch uninteressant. Hier ist keine mehr drin. Hier sind kultivierte. Kultivierte müssen in die rein. So. Dann kommen die erstmal parallel hierzu. Und die müssen halt dann fertig gemacht werden. Da ist alles weg. Das kann hier rein. Und die Pollen kommen aus welcher? Ne, dann kommen sie da hinten irgendwo her, die Pollen. Ne. Dann darfst du noch einen weitergehen hier. Da kommen die Pollen her. Die brauche ich ja nämlich auch für die großen Dinger. Aber ist aber laut. Laut is it. Hier ist auch noch so viel Müll drinne. Haben wir denn noch einen Platz? Normale Honigwaben. Gelee, Pollen. Na, ja, ist ja alles gut. Dann lassen wir die laufen. Dann klappe ich mal gleich die ganzen Bäume hier ab. Da hatte ich ja auch noch irgendwas vor. Schauen wir eben nach. Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar. Und zwar. Ob ich denn die Bäume. Ne, in dem Heft nicht. Ich habe irgendwo die Bäume aufgeschrieben. Aber ich habe es, glaube ich, auch gefunden. Und nicht zu bedenken, die Folgen gehen 10 Minuten lang. Kommen aber dafür täglich. Was ich hoffen will. Dass es auch funktioniert. Da. Was habe ich denn? Was wollte ich denn anbauen? Was habe ich denn hier so? Silverlime, Walnut? Das müsste Walnut sein, ne? Das ist Walnuss. Da habe ich versucht, Cheese Nut zu machen.